Ich. Nein, da kommt ein fetter LKW. Wenn der jetzt rüberfährt, ist die Matsche. Die ist Matsche. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Video. Ja, nicht wundern, dass es gerade nachkommentiert. Und zwar, wie ihr gerade vielleicht schon zum Anfang gesehen habt, meine Kamera ist mit mir mal wieder während der Fahrt abgeflogen. Und passenderweise habe ich in dem Moment sogar gerade ein Video aufgenommen. Und zwar ist es halt so, dass ich meine Stimme immer separat neben der Kamera aufnehme. Also meine Stimme wird mit meinem Handy aufgenommen und die Kamera übernimmt dann sozusagen das Bild. Bedeutet, ihr habt dann halt sozusagen im Hintergrund jetzt immer noch meine Stimme zu hören, obwohl die Kamera halt auf dem Boden liegt. Ja, und das, was ich mich einfach die ganze Zeit gefragt habe, warum holst du dir nicht einfach ein verficktes neues Gelenk? Dann sitzt die wieder vernünftig. Ob sie noch funktioniert oder nicht, wer weiß, wer weiß. Ich werde euch auf jeden Fall im Anschluss nach dem Clip auch noch zeigen, wie die Kamera jetzt aussieht und ja, was sie so davon getragen hat von diesem Sturz. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und los geht's. Der wohl hinter mir saß, dann meinte er so, ja, jetzt mal Kopf nach hinten, Start, Kopf nach At this moment that he knew, he fucked up. Ich raste aus, Alter. Meine Kamera ist gerade schon wieder abgeflogen. Ihr seht gerade einfach nur Blackscreen. Ich hoffe, dass die Kamera nicht im Arsch ist, Jungs. Ich bete zu Gott, das Ding ist, da sind, glaube ich, noch richtig viele Autos rübergefahren. Junge, warum hole ich mir keine verfickte neue Halterung, Digga? Ich fick mein Leben, Alter. Fuck, Mann, Alter. Vor allem, bis ich die gefunden habe, Jungs, sind da wahrscheinlich 20 Autos rübergefahren, Alter. Wenn die noch funktioniert, wenn die noch fucking funktioniert, Jungs, dann geht doppeltes Props an Qmox raus, Alter. Weil dann haben die wirklich die stabilste Kamera, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich glaube, da vorne liegt sie. Scheiße, Jungs. Wenn die noch aufnimmt, Digga, dann packe ich es überhaupt nicht mehr, Alter. Und dann hole ich mir direkt eine neue Halterung. Ich. Nein, da kommt ein fetter LKW. Wenn der jetzt rüberfährt, ist die Matsche. Die ist Matsche. Oh mein Gott! Fuck! Jungs, er hat sie nicht erwischt. Alter. Okay. Jetzt muss ich auf Rot warten, dann kann ich sie aufheben. Ja gut, wenn die nicht doppelt im Arsch ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Wenn die nicht doppelt im Arsch ist. Sie läuft, Jungs. Jungs, sie läuft. Jungs, sie läuft. Jungs, sie läuft. Und da hinten liegt auch meine Halterung. Ich fuck's nicht, Alter. Da liegt sie. Ja, okay, sieht man, glaube ich, nicht. Gut, die ist absolut zersplittert. Aber ist mir so scheißegal, Digga, meine Kamera läuft. Ich pack's nicht. Erstmal natürlich hier der komplette Verkehr. Digga, jetzt macht mal hinne. Zack, zack. Ja, Leute, die Kamera selbst hat absolut gar keinen Schaden davon getragen. Damit nehme ich übrigens gerade auch schon wieder auf. Also da, bei der ist alles top. Nur das Gelenk ist natürlich absolut im Arsch. Hier ist halt komplett abgeschliffen alles. Die Schrauben sind natürlich auch alle ein bisschen verbogen und so weiter. Das ist ja an sich aber auch nicht so schlimm. Problem ist allerdings das Gehäuse. Hier ist nämlich auch an sich alles top. Also das Gehäuse an sich funktioniert einwandfrei. Hier kommt halt die Kamera rein, ne, zu. Hat das hier oben leichte Gebrauchsspuren, ein bisschen abgekratzt und so weiter. Das ist aber alles nicht dramatisch. Was wirklich scheiße ist, ist das hier unten. War halt so ein Teil sozusagen. Ich weiß nicht, wie genau ich das beschreiben soll. Jedenfalls, ja, setzt man eben das sozusagen auf das Gelenk dann drauf. Mit dieser. Wie nennt man das Teil denn, Alter? Mal mit so einem scheiß Plastikteil halt jedenfalls ist da noch dran. Das ist halt eben abgebrochen. Das steckt man dann aufs Gelenk. Das heißt, weil dieses scheiß Plastikteil abgebrochen ist, kann ich das ganze Gehäuse halt einfach vergessen, weil ich es halt einfach nicht mehr ans Gelenk anbringen kann. Ich bin halt in erster Linie froh, dass dass die Kamera noch funktioniert, ist ja klar. Ich hoffe, dass man so ein Gehäuse halt einfach mal nachbestellen kann, einzeln, weil sonst kann ich die ganze Kamera halt einfach absolut nicht benutzen. Das ist so abfuck, Mann. Tja, irgendwo Glück im Unglück, weil die Kamera an sich halt noch funktioniert, sonst hätte ich halt 50 € bezahlen müssen, was halt natürlich noch nerviger gewesen wäre, aber so, ja, es ist auch nicht gerade prickelnd. Ich hätte einfach das Scheißgelenk mal austauschen sollen, Jungs. Ich bin so behindert, Mann. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Eigentlich war ein anderes Video geplant. Das ist jetzt leider nicht mehr aufnehmbar. Tut mir sehr leid dafür. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen. Und ja, ihr werdet ja die nächsten Tage sehen, ob weiter Videos kommen. Ich werde mich auf jeden Fall drum kümmern, natürlich.
Tja, eigentlich könnte ich in dem Zuge auch gleich mal direkt eine neue Kamera holen, weil ich ja die Qualität eh verbessern wollte. Allerdings habe ich absolut kein Geld, um mir für 200 Euro eine Kamera zu ziehen. Naja, Jungs, ihr werdet sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut da rein und bis dann. Ciao.